Das CD-Label Übersee Records veröffentlicht Alben und CDs von Bands, die Musik im Bereich Latin, Ska, Reggae, Punkrock oder Rock machen. Hauptsächlich sind bei Übersee Records südamerikanische Bands. Gegründet wurde das Label von 4 Musikern aus Hannover. Also angefangen hat es 2002, als Alex von Weißbrecker Sänger, der war in Mexiko und Kalifornien auf Tour mit Weißbrecker damals das erste Mal und kam wieder mit einem Stapel von, weiß ich nicht, 30, 40 CDs, Caramelo Santo, Un Cuartito, Los Calzones und wie sie alle hießen, waren damit dabei in der ersten Welle. Und dann haben wir uns irgendwie überlegt, da muss man irgendwas mitmachen. Und dann haben wir 2003 die erste Tour mit Caramelo Santo gemacht, mit Rocky Beach Club damals auch zusammen, Umberto. Das war, glaube ich, die Tour, die im Guinness-Buch steht für die längste argentinische Rock'n'Roll-Tour Europas irgendwie. 3,5 Monate sind die wirklich von Roskilde damals direkt bis runter nach Italien, haben sie, glaube ich, alles gespielt. Und dann haben wir uns gesagt, na, das läuft ja eigentlich ganz gut. Also die Leute wollen das anscheinend hören, weil vorher gab es nur Handhören in dem Bereich. Und ja, dann haben wir 2003 dann die Platte gemacht und der erste Sampler kam dann 2003. Alle ein bis zwei Jahre und das sind immer auch so Meilensteine, wo man dann halt auch mal Bands, wo man vielleicht sagt, die kriegt man nicht auf Tour, dann alle miteinander vereint quasi und dann auch diese Geschichte, dass man dann aus dem Sampler wie diesen Übersee vs. Europe, die wir zur WM gemacht haben, wo dann quasi Bands aus Lateinamerika und aus Europa gegeneinander, ne, virtueller Wahl, eine Art Fußballmatch aus Tentern mit den Toten Hosen, mit den Beatsteaks und Sportfreunde Stiller, Baba Cools etc. und so. Da ist das schon, finde ich das schon gut. Also es macht dann schon Spaß. Ansonsten halt natürlich immer, wenn man auf Konzerte fährt oder auch eine Tour selber mitfährt, wenn man dann sieht, dass die Musik halt ankommt. Bei einer CD verkaufen kann man es nicht messen. Das wäre desaströs. Aber wenn Caramelo Santo in Roskilde spielt oder Pantin mit den Ärzten oder Chancho Valencia mit den Hosen oder man halt zum Hurricane einfach fährt, weil man halt weiß, da spielen die halt und dann ist das schon, das macht Spaß, das ist schon ein bisschen Belohnung. Für nächstes Jahr im Sommer hat die Übersee-Crew ein Festival im Schehals geplant. Und natürlich stehen für demnächst noch weitere CD-Veröffentlichungen an. Ein Blick auf die Internetseite von Übersee Records lohnt sich.